Ja, liebe Gemeinde, vielen Dank für den Lobpreis und das, ja, die wunderschöne Anbetungszeit. Mein Name ist Samuel, ich bin 30 Jahre jung, ich wohne im schönen Schorndorf. Das ist so eine Stunde von hier und ich freue mich, heute hier sein zu dürfen in Pforzheim. Es ist ein Privileg, in unterschiedlichen Gemeinden zu sein, ein wenig umherzukommen im schönen Baden-Württemberg. Aber da, wo man sich am meisten wohlfühlt, ist da, wo einfach der Geist Gottes wirkt, wo die Freiheit in Christus schon gelebt wird. Denn Jesus hat uns ja zur Freiheit berufen. Und das ist leider nicht überall so spürbar. Aber wenn eine Gemeinde singt, wenn sie betet, wenn sie eine persönliche Beziehung zu Jesus hat, wenn jeder Einzelne wirklich berührt ist von Jesus und ihm kompromisslos nachfolgt, dann tut es das unseren befolgten Geschwistern am ähnlichsten. Denn sie folgen Jesus auch kompromisslos nach und deswegen auch werden sie verfolgt. Und ich denke, in Deutschland ist es nur eine Frage von wenigen Jahren, bis wir ähnliche Verhältnisse haben. Vielleicht nicht ganz so krass, was die physische Gewalt angeht, aber die psychische Gewalt, die von außen immer mehr zunimmt. Ja, vorher wurde hier so schön der Rollladen runtergelassen. Hier ist noch ein wenig Licht, das von draußen reinkommt. Und ich habe dann so eine Parallele gezogen. Unsere verfolgten Geschwister, die müssen auch die Rollläden runtermachen. Aber aus einem anderen Grund. Weil die Polizisten oder die Spitzel sonst von draußen reinblicken würden. Bei uns im Westen macht man das aus technischen Lichtverhältnissen Gründen, aus diesen anderen Gründen. Und in anderen Gemeinden, diese sogenannten Designer-Gemeinden, da baut man ganze neue Hallen, die dann einfach so aussehen wie eine große Festhalle, die diesem Bild, dem traditionellen Bild einer Gemeinde gar nicht mehr so nahe kommen. Also man kann schon die Unterschiede sehen vom Westen zum Osten oder sagen wir mal von der verfolgten Kirche zu der Kirche in der Freiheit. Und das ist immer wieder so eine Feststellung. Aber wichtig ist, dass wir unser Licht, wenn wir hier rausgehen, leuchten lassen. Das ist das Allerwichtigste. Denn ich glaube, unsere verfolgten Geschwister, die sind auch am Brennen, die sind am Leuchten für Jesus. Und ja, sind wir gespannt, auch wie wir heute in diese PowerPoint reinschauen und ich euch gerne ein paar Informationen weitergebe. Genau. So, ich schaue mal, ich stelle mich vielleicht hier hin, denke, oder vielleicht doch hier drüben, so wie ihr das am besten einfach seht. Ich muss mal noch mal kurz meine Notizen rausholen. Ja, wem von euch sagt der Begriff Gulag etwas? Ja, Gulag, genau, das steht da vorne. Für Jesus im Gulag. Ja, Gulag, das ist der Begriff, der wurde so in der UdSSR, in der ehemaligen Sowjetunion geprägt. Und das waren sogenannte Gefängnisse, Strafgefängnisse, die ganz weit weg von der Zivilisation waren. Da kamen Leute hin, die eben politische sozusagen Verbrecher waren, je nachdem, was die Regierung gesagt hat, oder auch eben ganz andere schlimme Dinge getan haben. Diese Menschen kamen dahin mit dem Ziel, umerzogen zu werden oder normal zu werden oder gefügig gemacht zu werden für dieses Land, in dem sie lebten. Und jeder, der dagegen sich quasi aufbäumte, der kam in so eines dieser Gulags. Ja, sehr gerne. Okay. Ja, interessant. Ja. Ja. Also, wir schauen mal weiter. Für Jesus im Gulag. Und diese Gulags, wir werden gleich noch ein bisschen mehr sehen, diese Gulags waren eben Lager, wo Christen hingekommen sind, weil sie an Jesus geglaubt haben. Weil sie einfach ganz einfach an Jesus geglaubt haben, weil sie in Jesus das Leben und die Freiheit entdeckt haben, die sie sonst nirgendwo anders finden konnten. Und das ist schon krass, für Jesus ins Gefängnis zu gehen. Ich habe vor wenigen Tagen eine kurze Biografie von Hermann Lauster gelesen. Der Name Hermann Lauster ist vielleicht im süddeutschen Raum dem einen oder anderen bekannt. Das war der Begründer der Gemeinde Gottes, die es auch so gibt in Deutschland. Und dieser Hermann Lauster, der war im KZ in Welzheim.
Das ist auch eine Stunde von hier. Und der wurde dann wirklich, da musste im Steinbruch arbeiten, weil er eben an Jesus geglaubt hat und weil sie sich auch versammelt hatten, obwohl es ein Versammlungsverbot gab. Ich denke, dem einen oder anderen ist so, wenn wir jetzt ein paar wenige Jahre zurückblicken, ist dieser Gedanke oder dieses Versammlungsverbot oder wie man sich treffen darf, in welchen Umständen, ist es noch ein bisschen präsent. Das ist noch gar nicht so lange her. Und ich denke, das war nur eine große Formatierung für das, was vielleicht noch kommen wird. Also wenn wir so die Welt schauen, die Augen aufmachen, gründlich, sehen wir, dass unsere Zeit sehr im Wandel ist, dass wir in Deutschland oder in Europa auch einige interessante Dinge erleben werden, wenn wir konsequent auch unseren Glauben an Jesus leben wollen. Genau. Schauen wir mal weiter. Oh, das muss ich noch anmachen und dann geht's los. Verfolgung weltweit. In diesem Moment erleben mehr als 365 Millionen unserer Brüder und Schwestern wegen ihrem Glauben an Jesus härteste Verfolgung. Das ist schon eine Nummer. Open Doors beschäftigt sich wirklich hauptsächlich damit, wo die Verfolgung am härtesten ist. Also Open Doors versucht herauszufinden, wo müssen Christen wirklich richtig leiden und wo gibt es auch extreme Gewalt oder wo gibt es psychische Gewalt, also dass du ausgegrenzt wirst und so weiter. Es gibt ja so eine schwache bis mittlere Verfolgung, wie vielleicht bei einer schwachen Verfolgung können wir vielleicht ein bisschen mitreden, wenn wir unseren Glauben an Jesus bekennen und dann erleben, bist du auch so ein komischer Gläubiger oder mit deinem christlichen Firlefanz will ich nichts zu tun haben. Das sind vielleicht Kommentare, die der ein oder andere schon mal gehört hat, wenn wir uns hier zu Jesus bekennen. Aber Verfolgung weltweit, diese Menschen, diese Christen, die davon am härtesten betroffen sind, davon gibt es 365 Millionen aktuell. Das ist eben von diesem Jahr, vom Jahr 24. Und es kommt ja jedes Jahr der Weltverfolgungsindex raus, wo dann eben neu analysiert wird, wo ist die Verfolgung am stärksten. Schauen wir einfach mal weiter, gerade auf die nächste Folie. Da ist der Weltverfolgungsindex von 2024 aufgezeigt. Und ich pinne vielleicht mal so ein paar einzelne Länder an. Nordkorea, hier oben rechts, ist auf Platz 1. Nach wie vor, seit vielen Jahrzehnten kann man sagen, der Weltverfolgungsindex kommt seit 1993 raus und seit eigentlich von Anfang an ist eben Nordkorea auf Platz 1. Und ja, warum? Was sehr interessant ist, in Nordkorea gibt es keine Religion. Es gibt keinen Islam oder gibt auch keinen Buddhismus oder Hinduismus, von der die Verfolgung ausgehen könnte. Also die Religion ist nicht der tragende, sage ich jetzt mal, tragende Element des Christen sozusagen verfolgt. Es ist die, wie sagt man so schön, Ideologie. In der Ideologie haben wir schon viel Schlimmes erlebt. Und dort gibt es die sogenannte Ideologie, die quasi von einer Königsfamilie oder Dynastie seit 3 Generationen ausgeht. Seit ungefähr 70, 80 Jahren wird dieses Land eigentlich unterdrückt und erlebt eigentlich Dunkelheit, Sklaverei, menschenverachtende Regierung. Das ist wirklich schlimm, was dort abgeht. Wenn man so ein Satellitenbild mal von Nordkorea und Südkorea anschaut, kann man mal nachgoogeln. Satellitenbild, wir kennen das ja so schön von unseren europäischen Hauptstädten, die leuchten dann so ganz stark in der Nacht. Da sind die Lichter zu sehen. In Nordkorea ist einfach nur Dunkelheit im Vergleich zu Südkorea. Da ist wirklich Dunkelheit. Da gibt es kein Licht. Da gibt es so ein bisschen was, vielleicht in der Hauptstadt. Aber es ist ganz, ganz wenig Licht. Es ist ein ganz dunkles Land. Und unsere Geschwister erleben dort wirklich Verfolgung. Vielleicht mal ein anderes Land. Nigeria ist hier. In Nigeria, das ist so die Sub-Sahara-Region, da gibt es auch massive Verfolgung. Dort gab es im letzten Jahr etwa so um die 5000 Morde an Christen. Und dieses Jahr zählt man so um die 4000. Markus Rode war vor kurzem in Nigeria und hat dort einen Pastor oder mehrere Pastoren und Mitchristen besucht. Und ein Pastor, der hat wirklich auch letztes Jahr im November oder Dezember
seine ganze Familie verloren. 5 Kinder und seine Frau wurden ermordet. Und dieser Pastor Gideon, der strahlt so eine Liebe aus, so eine Wärme, das ist übernatürlich. Und ich glaube, das können wir nur tun, wenn wir den Geist Gottes in uns haben, wenn wir wirklich seine Liebe haben. Ich denke, das sind so die Geschichten, die immer wieder angesprochen werden sollen, werden müssen, damit wir uns auch der Tragweite bewusst werden, was geht da eigentlich ab in der Verfolgung. Schauen wir einfach mal weiter. Jesus, was sagt er? Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben. Denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Jesus hat es damals schon angesprochen und wir tun uns manchmal schwer mit diesen, vor allem mit diesen Versen in der Bergpredigt, in Matthäus 5. Wir verstehen es nicht so richtig, wir können es manchmal nicht fassen. Ich kenne euch nicht, ich kenne den Einzelnen hier nicht und ich weiß auch nicht, welche Geschichte ihr habt. Aber für uns aus der westlichen Welt ist es manchmal sehr schwer zu greifen. Was ist Verfolgung? Was bedeutet es, verachtet zu sein? Was bedeutet es, Verleumdung zu erleben? Und vielleicht ist es für uns so gut nachzuvollziehen, wenn sich mal jemand gegen uns gestellt hat, wenn wir mal sowas wie einen Vertrauensbruch erlebt haben, wenn wir mal, auf Deutsch würde man, auf dem heutigen Deutsch würde man sagen, wenn wir mal verkauft wurden von jemand, das würde vielleicht so an dem am nächsten kommen, wo wir spüren, ich bin nicht gewollt, jemand hat mich verleumdet, jemand hat mich abgelehnt, verachtet, meine Person, so wie ich bin, das kommt dem vielleicht am nächsten. Aber der physische Druck und der psychische Druck, den unsere Geschwister in der Verfolgung erleben, das ist für uns manchmal sehr schwer nachzuvollziehen. Schauen wir mal weiter. Wer folgt Jesus nach? Alle, die sein Evangelium angenommen haben. Das ist so die Basis, das Evangelium von Jesus Christus. Denn ohne sein Evangelium können wir auch nicht an ihn glauben. Das bedeutet, wir müssen erstmal zu der Erkenntnis gekommen sein, ich bin nicht gut. Vor Gott kann ich nicht bestehen. An was machen wir das fest? Wenn ich jetzt hier in den Raum hineinfragen würde, glaubst du, dass du eine gute Person bist? Dann sagt der andere vielleicht ja, der andere sagt nein. Aber eigentlich als Christen sollten wir alle zu dem Schluss gekommen sein, ich bin nicht gut, in mir ist nichts Gutes, nichts Gutes, so wie Paulus schon schreibt. Und diese Erkenntnis führt uns zu dem Evangelium, wo Jesus sagt, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe schenken. Und dieses Evangelium ist der Boden dafür, dass Verfolgung überhaupt stattfindet. Warum Verfolgung? Das Annehmen des Evangeliums, dass Jesus gekommen ist, uns vor dem ewigen Zorn Gottes zu retten und uns durch sein Blut mit Gott zu versöhnen und die damit kompromisslose Nachfolge ist Voraussetzung dafür, dass Menschen Verfolgung erleiden. Es heißt einmal schön im 2. Timotheusbrief 3, Vers 12, jeder, der ein gottgefälliges Leben leben möchte, muss mit Verfolgung rechnen. Und oftmals fragen wir uns, was hat die Stelle mit mir zu tun? Aber wenn du heute auf den Marktplatz in Pforzheim gehen würdest, nach dem Gottesdienst und sagst, Jesus ist der Retter, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann würdest du ganz schnell realisieren, von was Jesus hier geredet hat oder von was diese Bibelstelle auch spricht. Warum Verfolgung? Kirchenhistorisch gesehen waren die ersten 300 Kirchenjahre unter ständiger Verfolgung. Die Christen in den ersten 300 Kirchenjahren waren unter ständiger Verfolgung. Die Briefe, die wir lesen, Paulus, Petrus, viele von diesen Briefen entstanden im Gefängnis. Es ist wichtig, vielleicht einen kleinen Blick da reinzuwerfen, kirchenhistorisch das zu verstehen. 312 oder so um die 320er Jahre nach Christus
kam dann dieser Kaiser Konstantin, der diese konstantinische Wende eingeleitet hat. Das war eigentlich der Anfang vom Ende, kirchenhistorisch gesehen. Die ersten 300 Kirchenjahre hatte das Christentum hatte eine unglaubliche Dynamik. Das mussten Menschen sein, die so begeistert waren von Jesus, dass sie gesagt haben, der Seeweg über das Meer von Jerusalem nach Rom, ich bin mir nicht zu schade dafür, ich nehme alles in Kauf, um für Jesus diese Botschaft nach Rom zu bringen oder sonst wohin. Ab 320, 325 kann man sagen, entstanden dann auch Kirchengebäude. Auch das hat die Dynamik rausgenommen. Diese Hausgruppen, diese Hausgemeinden, dieses lebendige Beisammensein, wo du jedes Mal, wenn du dich triffst, mindestens einen Tee bekommst oder was zu knabbern, das ist auch das Leben, was dieses Christentum so lebendig gemacht hat. Mit Kirchengebäuden und so weiter, Hierarchien, Strukturen, ging vieles raus. Also man kann sagen, diese Nachfolge in letzter Konsequenz, wo wir sagen, ich gebe Jesus alles, wo ich für ihn lebe, wo ich das Evangelium überall hinaustrage, darin ist auch die Kraft. Und die Verfolgung hat dann zeitweise ein Ende genommen, aber ging dann wieder weiter. In China zum Beispiel, warum gibt es da so eine stark wachsende Gemeinde? Die Christen in China, die haben meist nicht so tolle Gebäude wie wir. Die haben auch nicht diese hohen Hierarchien, wo wir oft drüber stolpern. Ja, wer ist jetzt hier der bessere Pastor oder und so weiter. Wir kennen das ja. Wenn wir im Geist leben, dann leben wir auch das oder wollen wir das, was Jesus möchte. Und dann gehen wir auch da weg, wo Jesus nicht ist, wo nicht seine Präsenz da ist. Schauen wir mal weiter. Also wir stellen fest, das Evangelium ist sozusagen eine Brücke vom Tod ins Leben. Das bedeutet, wenn das Evangelium bei uns auf fruchtbaren Boden gefallen ist, wenn wir realisiert haben, Moment mal, das, was Jesus für mich getan hat, ich will es ihm gleich tun. Dadurch, dass er für mich ans Kreuz gegangen ist, dadurch, dass er gesagt hat, Moment mal, ich sterbe für diese Menschheit, weil ich sie so sehr liebe. Und wir dann darauf reagieren und sagen, ich folge Jesus auch nach. Das ist sozusagen die Basis für Verfolgung. Und oftmals stolpern wir schon bei diesem Schritt, das Evangelium in der Tiefe zu verstehen, das Evangelium auch richtig weiterzugeben. Nicht nur zu sagen, ja, ich glaube an Jesus, weil er mein Leben besser gemacht hat oder weil er mir mehr Sinn gibt. Ja, das ist richtig. Aber eigentlich hat dich Jesus von dem Zorn, dem ewigen Zorn Gottes errettet. Es gibt so ein paar vier Grundoffenbarungen Gottes. Gott ist heilig und er duldet keine Sünde. Gott ist Liebe. Gott ist Gerechtigkeit und Gott ist auch ein verzehrendes Feuer. Und wenn wir verstehen dieses Gotteswesen, wer er ist, und wir dann realisieren, Moment mal, Jesus ist gekommen, auch uns vor dem Zorn Gottes, vor dem ewigen Feuer zu retten. Denn Gott ist nicht nur Liebe. Und das ist das Evangelium, das ist die Basis. Wenn das Evangelium von uns verbreitet wird oder in der Verfolgung und es auf fruchtbaren Boden fällt, dann wächst die Gemeinde auch in der Verfolgung sehr stark. Wir schauen mal weiter. Es sind unsere Geschwister. Eine Frage, wer von euch hat leibliche Geschwister hier in diesem Raum? Wer hat leibliche Geschwister? Und der das nicht hat, der hat in Jesus Christus eine ganze große Palette von Geschwistern auf aller Welt. Von China bis nach Mosambik, Afrika oder sonst wo. Wenn es unseren Geschwistern, unseren leiblichen Geschwistern mal nicht so gut geht, schwere Lebensumstände, Krankheit, Trauer, Tod und so weiter, dann macht das was mit uns. Wenn es unseren leiblichen Schwestern nicht gut geht. Als Christen fangen wir an zu beten und so weiter. Warum geht es uns dann nicht so gut? Weil wir denselben Blutkreislauf haben, weil wir dasselbe in uns tragen, weil wir verbunden sind. Und wenn Jesus für uns gestorben ist, wenn sein Blut geflossen ist, für uns,
wie für die Geschwister in Nordkorea, dann hat es auch was mit uns zu tun, oder? Dann hat es was mit uns zu tun, weil es heißt ja, wir werden in sein Reich hineingeboren. Wir werden in das Reich Gottes hineingeboren und somit haben wir eine große Zahl von Geschwistern, die da hinzukommen. Und deswegen hat sich damals im Jahr 1955 Bruder Andrew von Open Doors, der Gründer von Open Doors, auf den Weg gemacht, um festzustellen, Moment mal, es muss doch Geschwister, Christen, hinter dem eisernen Vorhang geben. Es muss doch dort Geschwister geben. Und ja, sie gibt es, er stellte es fest, bloß was fehlte ihnen? Bibeln. So begann auch der Dienst des Schmugglers Gottes, der dann wirklich Jahr für Jahr, Monat für Monat immer wieder darum gekämpft hat, wie kann ich Bibeln in den Osten bringen? Wie kann ich diese Verbindung herstellen, diese Brücke? Wie können wir vom Westen eine Brücke dorthin schlagen, wo Verfolgung existiert? Und deswegen ist es so wichtig, dieses Bild der Geschwister zu verstehen. Moment mal, das sind meine Geschwister. Das heißt ja auch einmal, Jesus ist unser Bruder. Und wenn wir seine Geschwister sind, dann ist er auch der Bruder für die, die in der Verfolgung sind. Dann hat das was mit uns zu tun. Schauen wir mal weiter. Im Kommunismus wurden 100 Millionen Menschen ermordet, circa, kann man sagen. Darunter auch zahlreiche Christen, viele in sogenannten Arbeitslagern oder sogenannten Gulags. Also das ist schon eine Zahl auch. So, man spricht von circa 90 bis 100 Millionen Menschen, die im Kommunismus ihr Leben verloren haben und auch zahlreiche Christen. Und wir wollen einfach jetzt mal da einen kleinen Blick reinwerfen. Ich hoffe, der Sound geht. Von dem Video, das ich jetzt zeigen werde. Genau, wir können auch gerne die Lichter ein bisschen runterdrehen, insofern das geht. Die kommunistische Regierung beschloss, die Religion abzuschaffen und die Menschen umzuerziehen. Es galt die Prämisse, es gibt keinen Gott. Menschen, die an Jesus glaubten, wurden als Gegner des atheistischen Regimes gesehen und rigoros bekämpft. Tausende Christen wurden unter der Regierung von Josef Stalin verhaftet, zu Zwangsarbeit verurteilt und ermordet. 1 Million Menschen verschleppte das Regime in das Arbeitslager Workuta. Darunter waren auch viele russlanddeutsche Christen. Selbst ihre Kinder wurden gezwungen, in dem Lager am nördlichen Polarkreis zu arbeiten. Dass Helene den Gulag überlebt, ist ein Wunder. Das ist ihre Geschichte. Ich bin geboren in Nordkasachstan. Meine Eltern sind geboren in der Ukraine. Und groß gewachsen bin ich in Sibirien. Ich wollte Jesus kennenlernen, weil ich habe so viel gehört von Kindheit auf, von meinen Eltern. Es gibt einen Gott und ich wollte ihn persönlich kennenlernen. Aber ich war mir auch nicht ganz sicher, hier Gott die Kinder auch oder nur große Leute? Ja, und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, du kennst uns, du kennst auch mir. Du siehst, dass ich diese Sommersprossen habe und ich möchte die aber nicht haben. Kannst du mir die Weg tun, dass die verschwinden? Ja, und dann habe ich geguckt. Ein kleines Spiegelchen hatte ich in Kaputtnis irgendwo gefunden. Die sind weg. Und das hat mein Glauben anfangen zu wachsen. Und ich war so beglückt. Und dann habe ich auch den anderen Kindern angefangen zu erzählen, dass Gott ist. Glaubt mir das, ich habe das erfahren. Und da fing meine Arbeit an unter die Kinder. Die Lehrer, was uns belehrt haben in die Schule, und dann haben die immer gesagt, es ist kein Gott. Und dann sagten die Lehrer uns, es wird kommen eine Zeit, 1970, dann werden wir zeigen auf dem Roten Platz die letzte Bibel, die wir werden verbrennen, und den letzten Christen, den wir treten werden. In Moskau auf dem Roten Platz, so sagten sie uns. Und von jung auf mussten wir in die Kollektiven schwer arbeiten, Feldarbeit machen,
ich weiß nicht, wie viele Schafe ich hatte, ich denke, waren 162, so viel ich mir noch erinnern kann. Das waren nicht unsere Schafen, aber Kollektivschafen. Und da kamen die Wölfe und haben zerrissen diese Schafe. Und ich konnte mir nicht wehren. Und da kam der Wolf ganz in die Nähe. Und da kam noch ein Wolf und da stand ich neben diese zwei Wölfe. Ich hätte konnte anfassen, so in die Nähe waren die. Und ich habe gebetet, Herr, schütze mir doch. Du kannst es machen, du hast mir so oft geholfen, du kannst mir auch jetzt bewahren. Und da sagte mein Vater, Kind, du musst lernen schießen. Und dann wollte ich auch das nicht. Er sagte, du musst das, weil du bist ein Hirte jetzt. Du musst dich wehren können von diesen wilden Tieren. Ja, und dann habe ich das gelernt. Dass Helene sich alleine zurechtfindet, zahlt sich schon bald aus. Von heute auf morgen verschwindet ihr Vater. Weil er deutsche Vorfahren hat und Christ ist, wird er verschleppt und muss Zwangsarbeit leisten. Der Papa war nicht da, aber ich habe, weil ich Jesus immer mehr wollte kennenlernen, ich habe mich so geklammert an Jesus. Das war mein Vater. Wie ich dann bin, größer schon wurde, 15 Jahre, und dann wurde auch ich von meinen Eltern verschleppt. Und dann haben sie mich eingesperrt im Waggon, wo schon etliche drin waren. Und der Zug ist dann gefahren einen ganzen Monat. Wir wussten nicht wohin. Und es wurde immer kälter. Und dann viele, man hat nur gehört ein Stöhnen, ein Weinen und ein Klagen in den Zug, wo wir gefahren sind. Und das war mit zwei Lokomotiven und 62 Waggons, voll Menschen. Mütter, Kinder und Jugendliche. Da gab es so viele Toten. Und wie wir dann endlich mal dort landeten, hinter dem Polarkreis, in der Stadt Vorkuta. Und da sollten wir eine Stadt aufbauen, so wurde uns gesagt. Ja, ich denke bis hierhin. Diese Frau hat trotzdem eine, so eine Freude, einen Frieden ausgestrahlt, trotzdem, was sie erlebt hat. Ich denke, wir können einfach das sehr schwer nachvollziehen. Und wir stellen einfach mal den Kommunismus und das Christentum gegenüber. Die geistliche Dimension der Verfolgung, die vom Kommunismus ausgeht, ist mit Kontrolle, Unterdrückung und Indoktrinierung verbunden. Das Evangelium Jesu Christi bringt Leben, Vergebung und Freiheit. Ich denke, wir sind uns einfach der Tragweite auch dieses Kommunismus, der noch immer existiert, nicht bewusst. Dieser Kommunismus hat so viele Menschen in diese Gulags gebracht, die dann einfach schon allein auf der Hinreise im Zug gestorben sind. Viele Christen auch unter ihnen, wo wir einfach nicht verstehen können, warum so viele Menschen auch sterben mussten, weil sie an Jesus glaubten. Ich denke, wir schauen mal in dieses Land China kurz hinein, wo immer noch aktuell auch der Kommunismus herrscht. Es gibt so circa 4 Länder auf dieser Welt, die noch immer eigentlich vom Kommunismus auch geprägt sind. Eins dieser Länder ist China, wo nach außen hin auch diese Demokratie präsentiert wird, aber das eigentlich nicht so ist. Also China ist ja wirklich ein großes Land auch, wo circa 1,5 Milliarden Menschen leben und man sagt so 96 Millionen Christen gibt es dort. Das sind auch immer Zahlen, die man nicht so genau sagen kann. Und 6,7% in diesem Land sind auch Christen und man spricht von der Hauptreligion, da spricht man vom Agnostizismus. Ja, das ist so ein Glauben an Gott, aber auch doch nicht. So, man stellt alles in Frage, aber macht sich am Ende seine eigene Wahrheit auch ein Stück weit. Aber das ist nicht so das Schlimme eigentlich. Es ist eigentlich immer noch der Kommunismus. Es gibt eine Staatsform, wo quasi eine Demokratie nach draußen präsentiert wird. Das ist sozusagen das Organ. Aber auf der anderen Seite wird diese Staatsform eigentlich von dieser KPCH oder diese Kommunistische Partei
China immer noch quasi geleitet oder geführt. Das bedeutet, es gibt quasi zwei Staatsformen, kann man sagen. Einmal diese formelle, offizielle, aber andererseits wird sie hauptsächlich von dieser kommunistischen Partei getragen, in Legislative wie in Exekutive, in allem. Und das ist eigentlich das Schlimme, dass dieser Kommunismus immer noch vorherrscht. Und wie ihr schon merkt, heute geht es ein bisschen darum, diese Ideologien ein bisschen anzuschauen, weil Verfolgung geht nicht nur vom Islam aus, Verfolgung geht auch nicht nur vom Hinduismus aus oder vom Buddhismus, sondern auch von diesen ganz, ganz großen Ideologien, wie es eben in China der Fall ist, noch immer, wo Christen auch Verfolgung erleben. Und hier können wir so ein bisschen schauen, wie sich auch die Verfolgung eben zeigt. 16,7 ist hier so das Höchste, dass ihr eine grobe Zahl habt. Also Verfolgung wird da wirklich auch stattfinden im Privatleben, im Familienleben, im gesellschaftlichen Leben, Leben im Staat, kirchliches Leben und Auftreten von Gewalt. Das sind so die Bereiche, die auch Open Doors immer untersucht. Ja, Privatleben, was bedeutet das? Also wenn du quasi dich bekehrst, zum Glauben kommst und dein Ehepartner bleibt eben, kommt oder kommt nicht zum Glauben, dann musst du wirklich vorsichtig sein, wo du hingehst, was du machst, wo du dich blicken lässt, in welchen Kreisen du dich befindest. Es hat wirklich große Risiken. Auch oder im Familienleben, du bist zum Beispiel ein gläubiges Ehepaar mit Familie und auf einmal wirst du halt einfach nicht mehr von deinen Geschwistern zu Geburtstagsfeiern eingeladen oder sonst was. Es geht auch um diesen, sag ich mal, psychischen Druck, der damit einhergeht. Also es ist immer ein Druck, Verfolgung ist immer ein Druck, der von außen kommt. Es hat immer mit einem Druck zu tun, der quasi in irgendeiner Richtung sich quasi zeigt. Auftreten Gewalt ist auch recht hoch, wie wir es schon gesehen haben. China ist auf Platz 19 und Open Doors bringt jedes Jahr diesen Index raus, wo immer 50 Länder untersucht werden. Das bedeutet, 19 ist schon, sag ich mal, recht weit vorne auch, kann man sagen. Und die Gewalt ist einfach auch groß. Wir hören immer wieder von Nordkoreanern, die dann nach China flüchten, in sogenannte Lager oder Orte, wo sie quasi erstmal Sicherheit bekommen, aber es ist trotzdem immer noch mit einer großen Gefahr verbunden. Und ich denke, immer wieder ist es wichtig, das in unser Gedächtnis zu rücken. Ja, es gibt den Kommunismus und der ist immer noch aktiv und dieses sozialistische Denken, das dann eben halt in dieser Ideologie auch endet, das hat immer noch eine Kraft auch, die davon ausgeht. Also Kommunismus, wir wissen ja ein Stück weit vielleicht die Geschichte auch und ich denke, es ist sehr wichtig, dass es wirklich nicht nur Religionen sind, also Kriege unter den Religionen, sondern auch diese Ideologien, wo Menschen gesagt haben, wir sind größer als Gott. Und das ist auch das Schlimme ein Stück weit. Gehen wir mal weiter auf die nächste Folie und schauen, was die Christen immer wieder sagen. Christen in der Verfolgung sagen, bitte betet für uns, damit wir der Verfolgung standhalten. Das ist immer wieder eine Bitte von den Christen in der Verfolgung. Es geht gar nicht so sehr darum, materielle Güter oder sonst was, sondern sie brauchen diesen geistlichen Support, sie brauchen Unterstützung. Und ich denke, wenn wir, sag ich mal, in diesen Vorgeschmack gekommen sind, was Gebet eigentlich für eine Auswirkung hat, dann würden wir auch anfangen zu beten und dann würden wir auch anfangen, mehr zu beten. Ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, was Gebet auch tun kann. Wir werden uns gleich ein Zeugnis eben anschauen, von diesem Mann auch hier auf diesem Bild, Alexander Ogorodnikow, der hat wirklich auch eine krasse Geschichte. Ich denke, wir gehen da einfach mal direkt rein, weil er weiß es besser als ich. Der Mann, den man hier wie einen Schwerverbrecher behandelt, ist Alexander Ogorodnikow. Man beschimpft ihn als Parasit,
als subversiven Staatsfeind, als Christ. Der Hunger ist dauerhaft, nicht nur für Tage, nein, Wochen, Monate, Jahre lang. Du gewöhnst dich nicht daran. Ein anderes beständiges Gefühl ist die andauernde Kälte, eine quälende Kälte. Manchmal fühlte ich, wie mein Blut immer langsamer zirkulierte. Ich war sehr überrascht über die Kraft meiner Ausdauer, denn unter diesen Bedingungen hätte ich ernstlich krank werden oder sogar sterben können. Alexander litt schwer unter der harten Zwangsarbeit, der schlechten Versorgung und der Isolationshaft in kalten Zellen. Vor allem vermisste er seine Bibel und dass er keine Nachricht von anderen Christen bekam. In einem Brief, den er im Mai 1986 seiner Mutter schrieb, wünschte er sich den Tod. Auf den Philippinen hatte eine Frau einen Traum, in dem ihr befohlen wurde, für einen Alexander zu beten. Sie kannte jedoch keinen Alexander. Dennoch teilte sie ihren Traum ihrer Gemeinde mit und gemeinsam begannen sie, für ihn zu beten. Sechs Monate später erhielt diese Gemeinde einen Rundbrief von Open Doors mit der Bitte, für Alexander Ogorodnikow zu beten. Jetzt wussten sie endlich, wer dieser Alexander war. Ganze sechs Monate hatten sie für ihn gebetet, ohne irgendetwas von ihm zu wissen. Open Doors erhielt einen Hilferuf von der Mutter Alexanders und startete im Herbst 1986 eine Gebetskampagne. Dadurch begannen viele Christen weltweit, für Alexander zu beten. Und Alexander konnte diese Gebete direkt spüren. Eines Nachts im darauffolgenden Winter wurde Alexander in eine Zelle geworfen, in der er hätte erfrieren müssen, denn sie hatte ein zerbrochenes Fenster. In dieser Situation der Kälte, des Hungers und des nahenden Todes kamen Alexander Zweifel. Hatte Gott ihn verlassen? Hatten seine Glaubensgeschwister und seine Familie ihn vergessen? Waren all die Jahre des Leidens umsonst gewesen? Er betete. Zunächst im Stillen, denn es war ihm verboten worden, zu beten. Aber dann fing er an, Gott laut anzurufen. Gott, hast du mich verlassen? Es waren Schreie der Verzweiflung. Auf einmal spürte Alexander, wie ihn eine körperliche Wärme einhüllte. Nicht wie von einer Heizung, sondern wie wenn eine Mutter ihr frierendes Kind an ihre Brust zieht, um es mit ihrem zärtlichen Mitleid zu wärmen. Und, wie er später berichtete, erfüllte ihn ein tiefer Friede. Außerdem fühlte er sehr deutlich eine Berührung, als ob sich eine Hand auf seine Schulter legte. Diese Geste sagte ihm: Du bist nicht allein. Du bist nicht vergessen. Wir sind bei dir. Wir nehmen Anteil an deinen Leiden. Diese Wärme war die Gebetskraft, die Gott mich körperlich fühlen ließ. Ich erfuhr die Hitze des Gebets auf meiner eigenen Haut, mit meinem ganzen Wesen. Am nächsten Morgen, als die Aufseher Alexander lebend vorfanden, waren sie verwundert. Sie verstanden das nicht. Er war nicht nur einfach noch am Leben, auch seine Körpertemperatur war ganz normal.
Ich hörte, wie ein Arzt den Henkern im Flur erklärte: Das ist unmöglich, wir haben dafür keine Erklärung. Das geschah, als viele Menschen begannen, für mich zu beten. Es war genau in der Zeit, als ich entlassen wurde. Gebet öffnet die Gefängnistüren und, wie es schon im Evangelium heißt, es setzt die Gefangenen frei. Gebet hat Kraft. Ich möchte jetzt einfach noch einen Bibeltext mit uns lesen und danach noch ein kurzes Zeugnis und dann werden wir auch noch beten. Und zwar in der Apostelgeschichte 12 lesen wir von der Verhaftung und Befreiung des Petrus. In dieser Zeit ließ König Herodes einige Christen in Jerusalem verhaften und foltern. Jakobus, der Bruder von Johannes, wurde enthauptet. Als Herodes merkte, dass er dadurch bei den Juden Ansehen gewann, ließ er auch noch Petrus gefangen nehmen, und zwar während des Festes der ungesäuerten Brote. Man warf ihn in das Gefängnis. Dort bewachten ihn ununterbrochen 4 Soldaten, die alle 6 Stunden abgelöst wurden. Herodes wollte nach der Festwoche Petrus öffentlich den Prozess machen. Aber die Gemeinde in Jerusalem hörte nicht auf, für den Gefangenen zu beten. In der letzten Nacht vor dem Prozess schlief Petrus zwischen 2 Soldaten und war mit Ketten an sie gefesselt. Die beiden anderen Soldaten hielten vor der Zelle Wache. Plötzlich betrat ein Engel des Herrn die Zelle und Licht erfüllte den Raum. Der Engel weckte Petrus, indem er ihn anstieß und sagte zu ihm: Steh schnell auf. Sofort fielen Petrus die Ketten von den Handgelenken. Binde deinen Gürtel und zieh deine Schuhe an, befahl ihm der Engel. Nimm deinen Mantel und folge mir. Petrus verließ hinter dem Engel die Zelle, aber die ganze Zeit über war ihm nicht klar, dass all dies wirklich geschah. Er meinte, er hätte eine Vision. Sie gingen am ersten Wachposten vorbei, dann am zweiten und kamen schließlich an das schwere Eisentor, das zur Stadt führte. Es öffnete sich von selbst vor ihnen. Nun hatten sie das Gefängnis verlassen und bogen in eine schmale Straße ein. Da verschwand der Engel. Und erst jetzt begriff Petrus: Der Herr hat mir tatsächlich seinen Engel geschickt, um mich aus der Gewalt von Herodes zu retten. Die Juden werden vergeblich auf meine Hinrichtung warten. Als er das begriffen hatte, ging er zu dem Haus, in dem Maria wohnte, die Mutter von Johannes Markus. Dort hatten sich viele Christen aus der Gemeinde zusammengefunden, um zu beten. Petrus klopfte an die Haustür. Da kam eine Dienerin, die Rode hieß, und wollte hören, wer da war. Sie erkannte Petrus sofort an der Stimme, vergaß aber vor lauter Freude, die Türe zu öffnen, und lief ins Haus zurück. Petrus steht draußen vor der Tür, rief sie. Bist du verrückt? Fragten die anderen, aber sie blieb bei ihrer Behauptung. Da vermuteten sie, es muss wohl sein Engel sein. Petrus hörte nicht auf, an die Tür zu klopfen. Als sie ihm endlich öffneten und Petrus erkannten, gerieten sie vor Freude außer sich. Mit einer Handbewegung brachte er sie zur Ruhe und dann berichtete er, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis befreit hatte, und so weiter, fortfolgend. Diese Geschichte hat sich ähnlich auch in China zugetragen, und zwar im Ende des 20. Jahrhunderts. Und man könnte auch sagen, Apostelgeschichte im 20. Jahrhundert. Und zwar, hier geht es um die Geschichte von Bruder Yun, der auch Heavenly Man genannt ist, oder der Himmelsbürger. Der ein oder andere mag vielleicht schon mal von ihm gehört haben. Er lebt mittlerweile in Deutschland, soweit ich weiß. Er hat insgesamt 7 Jahre im Gefängnis verbracht.
immer wieder, also nicht auf einmal. Und er hat auch die Dimension eben der Verfolgung ganz übel erfahren. Und ich lese einfach mal hier dieses Zeugnis vor. Es geht hier um einen Traum, den er dann hatte, als er im Gefängnis war. Als Bruder Jun in einem sehr schlechten Zustand im Gefängnis war, erhielt seine Frau einen Traum. In dem Traum gab Bruder Jun seiner Frau einen Schlüssel und sagte, dieser Schlüssel kann jede Türe öffnen. Als seine Frau aufwachte, realisierte sie, dass der Herr Gebet von ihr verlangte, um jede Türe der Schwierigkeit zu öffnen. Einen Tag später erhielt sie eine offizielle Einladung vom Gefängnis, um ihren Mann zu sehen. Nun geht es weiter, sie hatten dann diesen Austausch und dann geht es um eine offene Vision, die Bruder Jun hatte, kurz bevor er dann aus dem Gefängnis floh. In dieser offenen Vision geht es nun, Juns Frau kam in einer offenen Vision zu ihm und sagte, warum öffnest du das eiserne Tor nicht? Daraufhin bestätigte ihm der Herr, dies wird die Stunde deiner Erlösung. Und sein gläubiger Zellennachbar bestätigte es ihm ebenso kurz darauf, du musst jetzt fliehen. Also hat dieser Bruder Jun Mut gefasst und gesagt, das nehme ich wortwörtlich. Ich muss das eiserne Tor öffnen. Ähnlich wie bei Petrus. Und es geht hier weiter, die Geschichte des Entkommen aus dem Gefängnis. Morgens um 8 Uhr, seine Beine waren beide zertrümmert. Er konnte nicht laufen quasi. Das erste Tor öffnete sich ihm, als ein anderer Insasse hineinkam und der Wächter durch ein klingelndes Telefon abgelenkt war. Beim zweiten und dann beim Haupttor lief er einfach durch die bereits geöffneten Tore. An der Hauptstraße angekommen, stieg er in ein Taxi und fuhr zu einer gläubigen Familie. Die Tochter, die an die Türe kam, traute ihren Augen nicht und vergaß dabei, die Türe zu öffnen. Am selben Tag wurde die Stadt von starken Unwettern und Stürmen heimgesucht und erschwerte somit jede Suche nach Bruder Jun. Also, wer wirklich diese Geschichte lesen möchte, das Buch heißt Heavenly Man von Bruder Jun. Und wirklich zu sehen, dass Gott Gebet erhört. Es ist fast schon Ironie. Die gleiche Geschichte wie in Apostelgeschichte 12, sehr ähnlich. Bruder Jun wurde einfach rausgeführt und andere Gefängnisgefangene, die haben einfach ihn nicht gesehen. Die Gläubigen hatten ihn gesehen, aber die Wärter nicht. Die Wärter nicht, andere Gefängnisinsassen, die nicht gläubig waren. Er lief durch dieses Tor durch. Ich selber konnte diesem Mann auch einmal kurz begegnen und es ist wirklich erstaunlich, was für eine Aura, was für eine Atmosphäre von diesem Mann ausgeht. Er hat wirklich eine unglaubliche Atmosphäre, ein Lachen im Gesicht, das habe ich so in Deutschland noch nie gesehen. Und ich denke, das soll uns Mut machen, selber unseren Gebetsofen am Laufen zu halten. Dass er selber, dieser Gebetsofen in unserem eigenen Leben, weiterhin anbleibt. Denn wenn das Feuer ausgeht, des Gebets, dann ist es ein leichtes, für so eine Schlange da hinzukriechen. Wenn es aber heiß ist, wenn es betet, wenn wirklich es brennt, dann kommt da keine Schlange hin. Und wir wissen, das Bild der Schlange ist klar. Das ist ein Bild symbolisch auch für den Teufel. Wenn wir nicht mehr beten, wenn wir nicht mehr auf unseren Knien beten, wenn wir nicht mehr uns vor unserem Schöpfer und allmächtigen Gott beugen können, dann geht es nicht, dann schaffen wir nicht den Durchbruch, dann erleben wir auch nichts mit Gott. Dann erleben wir nichts mit Gott. Dann ist das oftmals nur ein Kommen und ein Gehen, aber geistliche Durchbrüche kommen nicht. Und jeder macht das so, wie er das kann, auch körperlich natürlich bedingt. Aber das Gebet ist der Schlüssel, wirklich auch Durchbrüche zu erleben. Es heißt, echtes Stehen im Glauben beginnt auf den Knien. Und ich denke, wir würden auch jetzt noch gerne beten. Und ja, ich würde einfach jetzt ein Gebet sprechen und dann übergebe ich gerne wieder an Melissa oder das Lobpreisteam. Ich denke, wenn wir vielleicht während dem Lobpreis oder ein Lied spielen könnten, wo wir einfach als Gemeinde noch ein Antwortgebet geben können. Ich denke, ich bete einfach mal, okay? Und dann gucken wir mal, was der Geist Gottes tut. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du hier bist und dass du Realität bist. Ich danke dir für diese Gemeinde, dieses geistliche Erbe, das sie in sich tragen. Ich danke dir für diese
Geschwister, die schon seit Jahrzehnten im Gebet stehen. Ich danke dir für diese Kraft, die auch hier schon spürbar war in dem Lobpreis. Danke, Vater, dass du in dieser Gemeinde Realität bist und dass du dein Werk tust. Denn es heißt, das gute Werk, das ich in dir begonnen habe, das werde ich auch vollenden bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. Vater, ich danke dir, dass wir beten dürfen als Gemeinde, als dieser Leib Christi, der hier ist in Deutschland, dass wir uns eins machen können, dass wir sehen können, dass Gebet Kraft hat und das Gebet etwas verändert, dass wir sehen können, dass wir nicht gegen Mächte, nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten und dass wir im Gebet diesen Mächten und Gewalten widerstehen können. Denn es heißt auch, dass wir nicht mit den Waffen dieser Welt kämpfen, sondern mit den Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, um auch menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Und auch jedes menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus. Jesus, ich danke dir, dass du deine Gemeinde baust und wo überall Gläubige zusammenkommen, die dich von ganzem Herzen lieben, die dich suchen, denen zeigst du dich. Gott, komme und wirke, du in dieser Gemeinde, wirke, dass dieses Gebetsfeuer, dass dieser Gebetsofen weiterhin brennt, dass er anbleibt, ja, dass wir wie diese Holzscheide sind, die einfach brennen, die einfach Zunder bringen. Gott, wir wollen uns von dir gebrauchen lassen, wir wollen uns von dir in den Gebetsstrom hineinziehen lassen. Danke, dass wir für unsere Geschwister beten können, ganz speziell auch heute in China, dass du sie wirklich trägst, dass wir wirklich sehen können, dass du dort am Werk bist. Ich danke für die Möglichkeit einfach, dass wir das teilen können und dass wir darin auch eine Kraft sehen, indem wir das teilen. In deinem wunderbaren Namen, Jesus.